Servus, herzlich willkommen zur dritten Roots Multiplayer Schlacht für heute. Ja, diesmal sind wir wieder auf der Karte Schwerkraft Mittelpunkt. Es ist eine Runde wieder mal von mir. Also, ich habe heute schon, ja, wie gesagt, zwei Replays gemacht, also im Prinzip vier. Zwei auf Deutsch, zwei auf Englisch. Mein Kopf ist ein bisschen kaputt dadurch, aber ich habe mir versprochen, dass ich drei Runden heute mache. Deswegen mache ich die hier auch noch. Also das ist jetzt keine High-Level-Pro-Runde und so, ist eher ein kleines Ding aus Spaß. Nur ich habe was bisschen Leichteres gesucht für meinen Kopf. Nicht, dass ich dann ein besseres Replay versaue dadurch. Ja. Schauen wir uns mal kurz die Teams an. Linke Seite ein Ami. In der Mitte bin ich als Brite. Rechts haben wir einen Deutschen. Ja, bei den Gegnern. Rechts ein Japaner. Mitte ein Deutscher. Links noch ein Deutscher. Genau. Ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt ins Spiel rein. Gucken mal, was passiert. Ja, okay, diesmal bin ich gegangen auf Flugfeld, drei Nachschubdepots, weil ich halt auf jeden Fall wollte, dass das Team gleich gut Geld verdient. So, damit die Gegner es vielleicht nicht gleich merken, dass ich auf Wirtschaft gegangen bin, hole ich erstmal Scheinflieger raus. Damit die Gegner denken, ja, okay, der macht ja doch was. So, was machen meine Teampartner? Der Ami hier macht 1, 2, 3 Nachschubdepots. UHQ hierhin. Achso, okay, ich glaube, es war ein Anfänger, okay. Er macht eine Panzerbasis und eine Kaserne. Alles klar. Hier rechts, der Deutsche war, glaube ich, auch kein Anfänger, aber werden wir am Ende sehen. Er hat drei Nachschubdepots, geht direkt nach vorne mit dem UHQ und schnappt sich wahrscheinlich schon das Nachschubdepot vorne. Sehr gute Entscheidung. Genau. Okay, wie gesagt, ich pumpe jetzt viele Fake-Flieger raus, um halt die Gegner denken zu lassen, ja, der geht ja schon auf Hurricanes, aber eigentlich tue ich jetzt schon Spitfire forschen und habe halt drei Nachschubdepots genommen. So, der Japaner hier hinten macht komischerweise Infanterieaufklärer in der Stadt rein. Gar keinen Sinn macht es, aber okay. So, hier der Deutsche wird leicht die Stadt sichern, zwar mit leichter Infanterie. Ja, ich hätte auf jeden Fall geforscht, es wäre schlauer gewesen bei der Masse an Infanterie, aber vom Prinzip her richtig, er will die Städte hier sichern. So, hier kommen. Bisschen schwere Infanterie mit einem Aufklärer in die Mitte des Waldes hier. So, ich habe jetzt auch schon drei Spitfire draußen mittlerweile. Ein Aufklärer ist auch mit dabei. Ja, und halt überall fliegen meine Fake-Flieger rum, um den Gegnern zu zeigen, oh, da geht viel auf Luft. Aber eigentlich werde ich gleich auf Wirtschaft wieder gehen, denke ich mal. So, nächstes Nachschubdepot vorne wird eingenommen. Sehr schlaue Entscheidung. Ja, ich wollte ein bisschen mit der die Infanterie hier schädigen, aber. Gar nichts gebracht, hätte ich doch die Schüssel lieber aufgespart für andere Sachen. So, jetzt habe ich. Ah, sehr gut. Jetzt tut hier der Japaner meinen Aufklärer zerstören, dass ich die Infanterie nicht mehr sichten kann. Jetzt habe ich ein kleines Problem, weil halt Shinden ziemlich stark sind. Und auch. Wie schnell sind die denn, die Kollegen? 720. Ja, okay. Aber ich glaube, die sind ganz gut gegen. Bodeneinheiten, oder? 150 gegen Bodeneinheiten. Ach so, stimmt ja. Die Dinger machen ja eine leichte Einheit mit einem Schuss platt, wenn sie nicht im Wald ist, glaube ich. So, ansonsten, jetzt habe ich halt ein kleines Problem, weil er hat ziemlich gute Flieger. Sind zwar teurer als meine, aber trotzdem. So, jetzt kommen hier schwere Infanterie raus, Rangers. Wollen die Stadt dann wahrscheinlich auf Dauer auch wieder einnehmen. Ja, jetzt gibt es hier einen kleinen Luftkampf. Habe ich sogar gewonnen. Krass. Wahrscheinlich haben meine Fake-Flieger ein bisschen mitgeholfen. So, der Deutsch hier drüben holt jetzt Duck. Hat schon einen Flak 88. Und holt jetzt auch ein bisschen normale Luftabwehr. Alles klar. Der Ami hier stimmt vor und will die Stadt für sich einnehmen. Ja, cool. Also, ich finde, er ist, glaube ich, ein Anfänger, aber er trotzdem macht das richtig mit den Aufklärern. Das ist eine gute Idee. Ja, da jetzt halt überall Luftabwehr hinkommt und hier natürlich auch Zeros und so unterwegs sind. Dachte ich mir, okay, geht's mal einfach wieder ein bisschen mehr auf Wirtschaft. Ich meine, dein Team macht einen guten Job. Der Deutsche expandiert nach vorne, tut die Mitte schön nerven. Der Ami hier macht auch einen guten Job. Dann tust du lieber mal ein bisschen auf Geld verdienen gehen, damit du später eine bessere Armee bauen kannst. Natürlich, wenn irgendwas Brenzliches gewesen wäre, hätte ich natürlich eingeschritten, aber es ist jetzt halt nicht viel passiert, was ich hätte machen müssen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Japaner hinten ist auch nicht das höchste Level. Das gucken wir uns gleich mal an. Er tut nämlich ganz viel mit Infanterieaufklärern arbeiten. Die sind halt schon ziemlich teuer. Ja, okay, der erste ist rausgegangen oder rausgeleckt. Oh, der Ami ist hier gleich auf M6, M40er gegangen.
Warum auch nicht? Jetzt kommt hier ordentlich Luftabwehr. So, da ich jetzt schon Bomber geforscht habe, kommen jetzt auch ein paar Scheinbomber raus. Und dann dachte ich mir, ach, wenn du die Dinger eh schon hast, tust man ein bisschen die Gegner damit nerven oder ärgern. Das ist eine sehr gute Entscheidung hier. Der Deutsche steht jetzt gleich in den vorderen Wald, um den gleich zu sichern. Weil wenn man diesen vorderen Wald sicher hat, kann man schon mal langsam anfangen, hier Gebäude und so hinzubauen und auch die Nachschubdepots hier einzunehmen. Macht er richtig gut. Ja, ich mache jetzt einen Fake-Bombing-Run. Ich will natürlich, dass der hier Japaner schön weiterhin Flieger baut oder weiterhin Luftabwehr oder irgendwas an Luftabwehr baut, genau. Nur ich werde es ein bisschen blöd managen, ein bisschen blöd micron. Ich hätte nämlich die Scheinflieger vorweg schicken sollen, dass die die Schüsse abfangen und dann hinten lang mit den Spitfires. Klar, jetzt sieht der Japaner hier, okay, da sind ja ein bisschen viele Flieger in meiner Nähe. Ja, hätte ich jetzt die Fake-Flieger vorgeschickt. Ja, okay, aber ich habe schon auf jeden Fall gute Punkte gemacht. Ja, okay, die Bomber, klar. Die sind nicht echt. Klar, hier kommen jetzt optimierte Panzerfeldgeschütze dazu. Also, er bunkert sich zwar ein, aber er bunkert sich vor dem Gegner ein. Das ist halt eine geile Sache. Manche bunkern sich ja hier hinten schon ein, aber warum nicht gleich hier einbunkern? Und dann hier vorgehen und Nachschub einnehmen. Also das macht er echt auch sehr gut. Wunderbar. Ja, Admins habe ich jetzt ein paar mittlerweile. Hier sind auch schon zwei. Hier sind auch schon eins. Hier sind drei sogar schon. Hier meine Fake-Bomber hole ich zurück, als wären es halt echte. Ja, er tut richtig eklig, den hier einsperren. Er kann halt nicht hier raus, weil dann schießt gleich die 88er am Panzerabwehrgeschütze drauf. Die M40er machen auch schon hier Schaden. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Hier ist ein UHQ, okay. Er nimmt sogar Nachschubdepots hier ein. Er wollte irgendwas hier lang schmuggeln, der Deutsche. So, jetzt denke ich mir, okay. Die Jungs haben es im Boden auf jeden Fall im Griff. Ich habe jetzt genug Verwaltungsgebäude gebaut, dass wir erstmal ein gutes regelmäßiges Einkommen haben. Deswegen baue ich mir jetzt halt noch ein, zwei Flugfelder dazu. Ja, und produziere mal ein bisschen was. Okay, sind jetzt 88er und Leichtartillerie, aber das ist halt alles nicht so schlau, wenn du weißt, dass du hier halt M40er stehen hast. Will ich keine leichten Einheiten mehr bauen. Problematisch. So, jetzt dachte ich mir, okay, egal, probier's jetzt mal. Bisschen Lancaster-Time und so. Wie gesagt, Einkommen ist gesichert, findet also regelmäßiges Einkommen. Jetzt kann ich auch ein bisschen was riskieren und auch was verlieren dabei. Wo ist das Problem? Ich habe ja Einkommen, kann es dann nachbauen. Ach so, coole Sache. Ich glaube, meine Teampartner haben, ja, die haben das gesehen und haben auch Funkstelle hier gehabt, irgendwie mir geholfen, glaube ich. Ja, okay, aber das Ding ist auf jeden Fall erledigt jetzt. Jetzt schicke ich erstmal die Fake-Flieger voran, aber nicht gut getimt. Es hätte alles enger beieinander sein sollen, dass die auch ein paar Schüsse abfangen. Ja, und jetzt kommt halt ein massivster Angriff, ist klar. Ich habe sogar noch Bomber übrig. Obwohl, nee, ich wollte unbedingt den Japaner weghaben, dass ich keinen Luftgegner mehr habe. Achso, okay, schon vorbei. Alles klar. Genau. Okay, ja. Leute, es war ein kurzes Ründchen. Einfach nur ein kleines Ding aus Spaß, dass nochmal eine Runde von mir auch heute kommt. Ja, das waren nicht die höchsten Level, die Leute. Ich war damals auch ein Level, ich glaube 50 oder so ein Kram. Das war eine ziemlich alte Runde hier. Ich hoffe, der eine oder andere hat vielleicht auch seinen Spaß mitgehabt. Ja. Wir haben ja jetzt jede Woche auf jeden Fall eine Runde am Tag. Da wünsche ich euch viel Spaß mit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.